Hariyama ist ein Pokémon mit dem Typ Kampf, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Makuhita. Hariyama ist ein großes, zweibeiniges und humanoides Pokémon, das hellbeige, orange, schwarz und gelb erscheint. Seine Haare und Beine sind dabei schwarz gefärbt, Hände, Füße und ein kleiner Bereich auf dem Bauch sind orange. Die rechteckigen Gebilde um den gesamten Körper in Bauchhöhe sind schließlich gelb gefärbt und der übrige Körper hellbeige. Das Pokémon wirkt insgesamt äußerst breit gebaut, wobei es hauptsächlich aus Muskeln besteht. Die Hände stechen durch ihre Größe ebenfalls hervor. Hariyama besitzt einen länglichen, wenn auch breiten Kopf. Seine Haare wachsen um den gesamten Kopf herum, allerdings vorne in einer V-Form und hinten zu einem breiten Zopf gebunden. Das Gesicht besteht aus den Augen, die sich wiederum aus weißer Lederhaut und kleinen schwarzen und länglichen Pupillen zusammensetzen und den dazu im Gegensatz stehenden großen runden Ohren. An den Enden der kurzen Arme sind die sehr großen und breiten Hände zu erkennen. Sie haben je drei Finger. In Bauchhöhe wachsen um den gesamten Körper herum breite rechteckige Gebilde, die an einen Gürtel erinnern. Und schließlich steht das Pokémon auf zwei sehr breiten rundlichen Beinen, die in zwei eher kleine Füße übergehen. Diese haben zwei Zehen. Und in der Shiny-Form wirkt Hariyama minimal heller, die orangenen Bereiche sind nun violett gehalten und die zuvor gelben Bereiche dunkelrot gefärbt. Hariyama ist ein robustes Pokémon, welches sich vor allem durch seine enorme Kraft auszeichnet. So greift es seine Gegner hauptsächlich mit physischen Attacken des Typ Kampf, wie zum Beispiel Gegenschlag, Überwurf oder Armstoß an. Es ist außerdem sehr stark und sogar dazu fähig, Strohmäste zu zerlegen, fahrende Züge zu stoppen und 10 Tonnen schwere LKWs durch die Luft zu schleudern. Hariyama ist sehr stur, was man bei einigen Hariyama an ihrer Fähigkeit Adrenalin erkennen kann. Diese bewirkt, dass das Pokémon, sobald es von Attacken getroffen wird, durch welche es eine Statusveränderung erhält, angetrieben wird, noch mehr zu geben, was seinen Angriff wieder um die Hälfte erhöht. Andere Hariyama besitzen die Fähigkeit Speckschicht, mit welcher sie durch ihre Masse die Angriffe von Eis- und Feuerattacken abfangen und somit nur noch halb so viel Schaden nehmen. Wenige Hariyama besitzen die versteckte Fähigkeit Rohe Gewalt, welche einige ihrer Attacken verstärkt. Hariyama liebt das Kämpfen und misst seine Kraft gern mit anderen, am liebsten mit großen Pokémon. Sein Körper ist bei angespannten Muskeln steinhart und durch seinen berüchtigten Stecharmschlag kann es sogar Strommäste zerlegen. Durch das Stampfen auf dem Boden generiert dieses Pokémon Energie. Es ist so stark, dass es sogar 10 Tonnen schwere LKWs durch die Luft werfen oder mit seinem Armstoß fahrende Züge aufhalten kann. Im Alter setzt es sich zur Ruhe und trainiert lieber Makuhita als selbst zu kämpfen, also die Vorentwicklung. Dabei ist Hariyama der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich eben aus Makuhita. Der helle, breit gebaute Körper mit schwarzen Elementen, welcher das hauptcharakteristische Merkmal von Hariyama darstellt, ist bereits vor der Entwicklung gegeben. Diese Entwicklung symbolisiert das Aufwachsen eines fleißigen kleinen Kämpferlehrlings zu einem kräftigen großen Sumo-Ringer. Nach der Entwicklung sieht der Körper des Pokémon zwar aus, als wäre es fettleibig, tatsächlich besteht er jedoch aus festen Muskeln. Auch werden Hariyamas Hände groß und breit und ermöglichen es ihm, gewaltige Armschläge durchzuführen, die sogar LKWs durch die Luft wirbeln können. Diese Entwicklung wird auf Level 24 ausgelöst. Und mit seinem Typ Kampf nimmt es halben Schaden gegen Käfer, Gesteins- und Unlichtattacken, hat es die Fähigkeit Speckschicht, werden auf Feuer- und Eisattacken zu halben Schaden, doppelten Schaden machen Flug-, Psycho- und Fehlattacken und der Rest macht normalen Schaden.